freue mich, mit dir hier zu sitzen, über Fußball zu reden. Du warst Spieler, Profi, Profitrainer, jahrelang Trainer von Entwicklungsmannschaften, dann Co-Trainer bei Bayern München, hast mit den besten Trainern und den besten Spielern der Welt gearbeitet, bist jetzt bei der Nationalmannschaft. Aber du arbeitest auch jetzt nochmal mit Kindern. Was machst du da genau? Ja, ich bin in Undaring und Manni Schwabel war mal mein Spieler. Und ich habe gesagt, Manni, der Fußball hat mir so viel Freude gemacht und ich möchte dem Fußball etwas zurückgeben. Wenn du es möchtest, bilde ich deine Jugendtrainer mit aus und die jungen Mannschaften. Und wir können eine Sitzung machen und dann stelle ich das vor und dann kannst du entscheiden, ob das für euch interessant ist oder nicht. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich also die Trainer mitschule, dass ich die Kinder mit ausbilde. Und ich bin dann, je nachdem, wenn ich Zeit habe, bin ich da und gucke mir Spiele an und leite auch mit Trainingseinheiten und versuche die Erfahrung, die ich gemacht habe im Nachwuchsfußball, den jungen Trainern und den jungen Spielern weiterzugeben. Ja, und genau das wollen wir heute auch machen. Sehr konkret über Training reden, über all die Erfahrungen reden, die du gemacht hast und uns auch so ein paar Fragen nähern, die jetzt im Moment gestellt werden, die auch in der Zeit liegen. Und damit können wir direkt mal anfangen. Es gibt zwei große Fragen und die erste ist, im deutschen Nachwuchsfußball wird zu taktisch trainiert. Dieser Vorwurf steht immer im Raum. Wie siehst du das? Er wird ja auch untermauert durch einen Spruch von Jamal Musiala, der öffentlich gemacht hat, dass er froh war, in England ausgebildet worden zu sein, weil er da dribbeln durfte, er durfte den Ball verlieren und das Ergebnis am Wochenende war nicht das Wichtigste. Und das sehe ich genauso. Im Nachwuchsfußball muss man die Spieler ausbilden. Der Erfolg des Einzelnen ist wichtiger als der Erfolg der Mannschaft. Das heißt, wenn ich zwei Spieler ausbilde, die hinterher in der Bundesliga Fußball spielen, ist es wertvoller, als wenn ich mit der Mannschaft deutscher Meister werde und keiner kommt in den bezahlten Fußball von den Spielern. Das Zweite, wir haben in Deutschland die Situation, dass uns Positionen so ein bisschen fehlen. Stürmer, Außenverteidiger, offensive Außen, auch dass wir Kompetenzen nicht entwickelt haben. Wie ist dein Blick auf das? Ja, wir fordern ja immer, also in der Vergangenheit wurde gefordert, schieben, schieben, schieben. Dadurch haben wir keine Zweikämpfe mehr geschult. Eins gegen eins ist weggefahren. Jetzt war passen, passen, passen immer angesagt. Schieben natürlich auch, schieben und passen. Aber keiner hat gesagt, dribbel, dribbel, dribbel. Und das sind unsere Probleme. Die Dribbler, die wollen gesehen werden. Ne? Wir haben Spaß dran, wenn einer eins gegen eins einen ausspielen lässt, schlägt eine Flanke und in der Mitte ist ein Mittelstürmer, der die Bälle da reinwuchtet. Und da waren wir früher weitaus stärker. Wir hatten viel bessere Außenspieler, wir hatten viel bessere oder viel, viel mehr Mittelstürmer als heute. Obwohl das ja früher war das ja schwierig, Mittelstürmer zu spielen, weil die Verteidiger, die waren ja viel härter und es wurde viel weniger gepfiffen. Und heute ist ja der ein super Job. Wenn man berührt wird, gibt es sofort Elfmeter und rote Karten und so weiter. Normalerweise müsste jeder Mittelstürmer werden wollen, weil die Kinder, wenn ich die trainiere, die 10-Jährigen, die 11-Jährigen oder auch meine Enkelkinder, die wollen Tore schießen. Die wollen Tore schießen und irgendwann auf dem Weg nach oben, also wenn sie älter werden, kommt das abhanden und das darf nicht sein. Wichtig ist, sind Tore, ne? Und 0-0 will kein Zuschauer sehen. Die wollen lieber ein 5-4 sehen, ne? Wo viele Tore fallen, wo Situationen da sind, die die Zuschauer begeistern und die auch im Fernsehen hinterher begeistern. Und da müssen wir natürlich besser und intensiver ausbilden. Und wir müssen so ausbilden, dass die Kinder Spaß haben am Fußball. Die Kinder müssen Freude haben und die müssen sich freuen, morgens, wenn sie zur Schule gehen, dass sie nachmittags zum Training gehen können. Und die haben ja heute viel mehr Möglichkeiten, sich anderweitig zu beschäftigen mit den ganzen Konsolen und FIFA-Play-Stationen. Da muss man schon darauf achten, dass man auch im Training den Ball und die Freude in den Vordergrund stellt. Und vor allen Dingen eins gegen eins. Wenn du eins gegen eins kannst im Angriff und eins gegen eins in der Abwehr, dann bist du ein gefragter Spieler hinterher. Also mehr Fokus auf Zweikampf, auf Durchsetzen, auf Spielen, auf Tore und weg vom Passspiel, aber auch von Ballbesitzspielen ohne Richtung, wo du eine deutliche Überzahl hast, wo der Pass eigentlich immer die beste Lösung ist.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen im Nachwuchsbereich muss das mehr geschult werden. Das andere ist ja einfach zu erlernen. Passen ist ja hinter, wenn du alles andere kannst, kannst du auch hinter Passen einfach lernen. Ne? Und dann dürfen wir im Nachwuchsbereich nicht so viel Zeit mit Aufwärmen ohne Ball, mit Laufarbeit, mit Koordinationsschulung. Das kann man alles später machen. Aber nicht im Kindesalter, wenn die mit 9, 10, 11 spielen, dann müssen die permanent mit dem Ball üben. Wenn wir jetzt immer in die Trainingsform reingucken, dann fragen wir uns immer, was trainieren wir, aber wir müssen uns ja auch fragen, was trainieren wir nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Training plane, irgendwo in meinem Verein, dann muss ich auch immer gucken, was trainiere ich nicht. Und wenn ich viel Passspiel habe, habe ich halt wenig Zweikämpfe. Ist das eine Frage, die du auch als Trainer stellst? Nein, ich habe nicht gepasst. Ich habe natürlich Wahrmachen, da haben sie 5 gegen 2 spielen dürfen, das ist so eine Art Wahrmachen. Und dann haben wir gespielt. Immer Fußball und immer auf Tore. Weil da alles drin ist. Ja, natürlich. Auf Tore ist alles drin und es gibt natürlich Spielform. 11 gegen 11 muss auch mal gespielt werden oder auf großen Feldern muss auch gespielt werden. Aber gerade im Nachwuchsbereich müssen die sehr viel Kontakt mit dem Ball haben, müssen sehr viele Erfolgserlebnisse haben und da sind kleinere Spielformen viel effektiver als ein 11 gegen 11. Dieses Dribbeln, das auf Tore spielen, ist eigentlich die Basis und da ist das deckt am meisten ab. Und deswegen muss man sich als Trainer auch immer fragen, wenn man sich einen guten Schwerpunkt überlegt, jetzt hat man ein Thema gesehen aus dem Spiel, die Mannschaft hat vielleicht nicht so gut verteidigt, dass man aber auch immer alles abdeckt und die Frage beantwortet, was trainieren wir heute eigentlich nicht und kommen alle Positionen in meinem Training vor? Also ist der Stürmer, wird für den Stürmer trainiert, wird für den Außenspieler trainiert oder habe ich vielleicht nur was für die Sechser und für die Innenverteidiger? Und dann können wir direkt in die erste Trainingsform einsteigen. Das ist ein 2 gegen 2, relativ schmales Feld. Hier sind die Blauen, sind die beiden Abwehrspieler, plus natürlich die Torhüter in den Toren. Und jetzt kommen die Pinken gleich eingelaufen. Und ab dem Moment, wo der Ball jetzt berührt wird, ist die Spielzeit 8 Sekunden. Und was wir dadurch schaffen, ist, dass die Pinken sofort nach vorne müssen. Das heißt, sie müssen sofort Gegner überwinden, dribbeln, müssen vielleicht nochmal mit einem Pass, mit einer kurzen Kombination zum Abschluss kommen. Und die blaue Mannschaft hat die Chance, in diesen 8 Sekunden den Ball zu gewinnen und sofort aufs Tor zu schießen. Deswegen das zweite Tor. Also genau diese Verhaltensweise, Gegner überwinden, dribbeln, das wird hier geschult. Jetzt sehen wir das, jetzt läuft die Uhr, die unten 8 Sekunden Zeit. Wir haben sofort die Intensität des Duells, wo die Pinken kämpfen, um vorbeizukommen, hier mit einem wunderbaren Pass. Das nochmal aufspielen, tolle Torwartparade. Jetzt kommen sofort die nächsten und jetzt sind es wieder 8 Sekunden. Und das ist die erste Form. Wenn du das siehst, was sagst du dazu? Was siehst du da? Eine überragende Spielform, wo du ja dribbeln musst und wo du überwinden dribbeln musst. Aber es ist natürlich auch unglaublich schwierig. Mhm. Aber das sind so Sachen, die man im Kindesalter schulen sollte. Ne? Eine wunderbare Spielform, eben auch so schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen. Ne? Und ich habe im Gegensatz zum 1 gegen 1, habe ich auch die Möglichkeit, meinen Mitspieler einzusetzen, wenn er besser postiert ist. Also ist eine geniale Trainingsform. Wo aber schon dieses Gegnerüberwindende drin ist. Was sagst du zu 8 Sekunden Spielzeit? Können vielleicht auch bei Kindern 10 sein? Ja, ich würde sagen, bei Kindern kannst du etwas länger machen, 10 oder 12. Das ist, ja, man weiß ganz genau, man steht unter Zeitdruck, man hat keine, man kann nicht drauftreten und den, sich mit dem Ball verlieben, ne, sondern man muss zielgerecht aufs Tor und man muss so schnell wie möglich abschließen. Das wird ja auch im richtigen Spiel hinterher verlangt. Wenn ich zu lange brauche, wenn ich denen alle Zeit der Welt gebe, dann wird das hinterher nutzlos. Ne? Dann halten sie die Kugel und gehen nicht mehr auf Tor raus. Das Spiel heißt ja im Grunde genommen, Fußball heißt ja Tore schießen und Tore verhindern. Und das ist eine super Trainingsform. Wenig Pause und immer eine hohe Intensität und immer Zweikämpfe, immer 1 gegen 1, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und wenn der Angreifer den Ball verliert, muss er ja auch sehen, dass die Abwehr kein Tor erzielt. Also beides wird geschult, Angriff und Abwehr, also optimale Trainingsbedingungen. Und der Torwart steht ja auch ständig unter Druck, weil es wird ja ein Ball aufs Tor kommen innerhalb der nächsten 8 Sekunden. Ja, wir haben jetzt hier die Bälle, dann wird er immer vom Trainer eingespielt. Und dann wird Zeit, du stoppst ja nicht mit der Uhr, sondern wird einfach runtergezählt, 6, 7, 8. Und dann wissen die Spieler, jetzt müssen sie schnell zum Abschluss kommen. Und am Ende macht man das ja auch nicht eine Stunde, sondern dann machst du eher so einen 15-Minuten-Block, wo alle ein paar Mal voll in diese Aktion kommen, jede Woche.
und da einfach diese Aktionen haben, das Dribbeln haben, die Gegner ausspielen, das Tore schießen. Macht das den Kindern Spaß, so eine Form? Ich denke ja. Ich sehe das ja bei mir, bei meinen Enkelkindern, wenn die im Park spielen. Ne? Meine beiden spielen dann zusammen gegen zwei andere. Und dann habe ich gesagt, bis 20 spielen wir. Und dann haben sie das gemacht. Allerdings ohne Torhüter, aber spielt auch keine Rolle. Dann schießen die aufs leere Tor. Und sie müssen dribbeln und sie müssen vorbeikommen. Und sie grätschen dann auch. Also da ist alles drin und den Kindern macht es Spaß. Und jetzt werden wir nochmal gucken, offensive Außenstürmer. Auch Außenverteidiger, all das, was du können musst im Duell, offensiv und defensiv, in dem direkten Duell, steckt da drin. 2 gegen 2 ist einfacher zu organisieren als 1 gegen 1, kann man natürlich auch machen, aber so kriegst du schon auch mit vielen Spielern einen guten Rhythmus hin. Und dass du trotzdem ein bisschen defensiv aufeinander aufpassen kannst im 2 gegen 2. Natürlich müssen die Blauen auch den Rücken des Kollegen decken. Ne? Die kann man auch wunderbar hinter korrigieren, weil das machen sie manchmal, machen sie ja nicht. Aber das gehört auch dazu. Ich will nicht, dass einer hinterher sagt, mein Mann hat kein Tor geschossen. Ne? Das ist nicht das Entscheidende. Aber die orangene Mannschaft hat dann ein Tor gemacht gegen die Blauen. Das heißt, beide sind dafür verantwortlich. Ne? Nicht nur der eine, der seinen Zweikampf verliert, der andere muss auch mit auf den Rücken aufpassen. Jetzt machen sie das gut, jetzt machen sie das wieder gut, passiert nichts. Dann wunderbar mit diesem kleinen Pass nochmal da durchgespielt. Ja, da haben sie jetzt wichtig, dass sofort die Nächsten kommen. Ja, die Nächsten kommen, genau das Gleiche. Geht vorbei, zwar abweichend, aber trotzdem wunderbar. Und auch doch den Ball mit der Innenseite in die lange Ecke geschossen, aber alles gut. Auch gut gemacht, auch gut gemacht. Also das sind Sachen, und da macht ja Spaß. Ne? Da macht Spaß. Und dann soll jede Mannschaft, muss hinterher die Tore, die sie erzielt haben, müssen die zählen, dass sie genau wissen, aha, ich habe gewonnen. Ne? Und das sind einfache Formen, aber die machen Spaß und sie bringen Qualität. Ne? Sie verbessern das 1-gegen-1 Verhalten, sie verbessern die Ballführung, ne? Sie verbessern den Abschluss. Der Torhüter muss sich immer neu postieren, die Torhüter verbessern sich, weil sie sehr häufig halten müssen und sich stellen müssen, sich verändern müssen auf der Linie, je nachdem, wo der Ball ist und so weiter. Also es ist ein geniales Spiel, um Spieler zu entwickeln. Also gehört normalerweise jede Woche in ein Jugendtraining, auch in ein Kindertraining. Und du schaffst einfach eine Kompetenz, nach vorne zu denken, weil du durch diese Zeitbegrenzung das Spiel nicht langsam machen kannst. Ja. Ja, sie sind gezwungen, schnell auf den Gegner zuzugehen, mit einer Täuschung vorbeizukommen und das Tor zu erzielen. Und auch körperlich, ne? Auch wenn es nur 8 Sekunden sind, aber es ist ja sehr intensiv. Du hast ja dann Sprints, du hast kurze Bewegungen, du hast die schnellen Schritte in der Abwehr. Ja, du hast keine langen Läufe, aber eben die kurze Bewegung, azyklisch, wird der Spieler enorm gefordert. Wunderbar. Dann deckt das vieles ab und ab jetzt springen wir ins 4 gegen 4. Hier haben wir zusammen in der U17 auf Top-Niveau gefilmt. Hier, Hermann, da bist du. Und haben das gemeinsam gemacht. Das 4 gegen 4. Hier sehen wir ein 4 gegen 4 auf, ganz normal auf 2 Tore. Hier das Feld. Wir haben jetzt auch nicht eine Standardgröße. Ist jetzt nicht ganz 16er Breite. Ist auch nicht ganz doppelter 16er Tiefe. Weil das natürlich auch variiert. Ne? Feldgröße, wonach würdest du das entscheiden für Kinder und Jugendliche? Ja, nach Alter. Wenn die älter und größer sind, dann würde ich 16er, also 16er, 16er spielen. Also doppelte 16er und die 16er Breite. Und wenn die jünger sind, dann mache ich das etwas enger und mache das auch schmaler. Ne, damit die Kinder viel Kontakte haben und auf engem Raum sich durchsetzen müssen. Nicht so viel die Laufarbeit steht da im Vordergrund, sondern nach wie vor müssen wir sehen, dass die Technik und die Situation, das Erkennen der Situation, das in den Vordergrund gestellt wird. Und das sind einfach geniale Spiele. 4 gegen 4 ist ein geniales Spiel. Es deckt nicht alles ab. Ne? Wir haben keine Flanken, wir haben keine Kopfbälle, aber wir haben ein kleines Feld. Viele Ballkontakte haben die Kinder. Und müssen, wenn sie den Ball verloren haben, müssen alle zusammen verteidigen. Das heißt, ist immer angreifen, verteidigen, ist in ganz kurzen Abständen. Der Ball wird vom Torhüter oder von mir aus auch an der Mittellinie reingespielt, aber da ist es besser von den Torhütern, so schnell wie möglich. Und man kann das hinterher auch variieren mit, weiß ich,
Der Torwart darf nur einmal angespielt werden, aber der Torwart muss ja auch mitspielen. Wenn der Torwart den Ball von der rechten Seite bekommt, müsste er ihn auf die linke Seite verlagern. Das wird alles geschult in dem 4 gegen 4. Ja, schauen wir da mal rein. Das ist 4 gegen 4 ganz klassisch, weil wir sagen, da gibt es viele Ballkontakte. Hier geht das Spiel los, direkt mit der Aktion, das Dribbling vorne rein, der Abschluss. Wenn wir das gerade nochmal auf das 2 gegen 2 gerade umdenken, da haben wir genau diese Situation, dass der Spieler jetzt mit dem Kontakt in den Raum geht und den Ball oben reinschießt. Eine wunderbare Situation. Es gibt eigentlich nur eine zusätzliche Regel, wir spielen das hier ohne Abseits, dass du pro Ballbesitz nur einmal den Torwart anspielen darfst. Das heißt, wenn jetzt Orange den Ball hat, dürften sie jetzt nur einmal den eigenen Torwart anspielen. So, der darf dann wieder reinspielen, aber dann musst du es offensiv lösen, damit nicht am Ende der Torwart am öftesten den Ball hat. Das ist so das Ziel. Und ansonsten hast du hier ja, wunderbare, man sieht das sofort, gute Dribbling-Situationen, hohe Intensität, gute Duelle. Da gibt es das Dribbling und den Abschluss. Also die Elemente aus dem 2 gegen 2 kommen davor. Natürlich weniger, weil es mehr Spieler auf dem Platz sind. Aber 4 gegen 4 ist dann für Kinder, Jugendliche besser als 6 gegen 6, oder wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Viel mehr Kontakte haben die und das ist das Wichtigste. Ne? Die müssen den Umgang mit dem Ball, der Ball muss ihnen gehorchen. Und je mehr sie den Ball haben, desto besser werden sie. Ne? Und da ist eine Spielform, die ist ideal, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, aber insbesondere für die Jugendlichen, weil es auch Spaß macht. Ne? Die kommen in den Angriff und können abschließen und sofort müssen sie wieder verteidigen. Das ist im Grunde genommen der moderne Fußball. Ne? Jetzt hast du 16 Spieler beim Training und 2 Torhüter. Wie machen wir's, wie würdest du es dann machen? Weil jetzt haben wir hier beim Drehen haben wir natürlich die Spieler dann außen stehen. Das würdest du jetzt im Verein wahrscheinlich nicht machen? Es gibt ja, ich würde die nicht da stehen lassen, sondern ich würde ein zweites Spielfeld aufbauen, entweder mit kleinen Toren, wo sie reinschießen müssen oder reinpassen müssen. Ich würde eine Linie aufbauen und die anderen, die müssen 4 gegen 4 über die Linie dribbeln. Jetzt haben wir aber zum Beispiel nur einen Trainer, jetzt ist jemand alleine mit der Mannschaft. Würdest du trotzdem auch das zweite Feld machen, dass die Spieler für sich spielen und dann wechseln sie aber? Ja, natürlich. Auch wenn ich nur ein, also wenn ich alleine bin, baue ich da das Feld auf und dann baue ich dahinter das zweite Feld auf. Und dann kann ich auch beide beobachten. Wobei wichtiger ist immer das Spielfeld, wo die Tore erzielt werden können. Ne? Das ist das Hauptaugenmerk. Aber das andere sehe ich auch. Ne? Also sollte der Trainer hier stehen, dann sieht er hier das erste Feld. Ja. Dahinter spielen die Kinder für sich. Die Regeln werden kurz erklärt. Ja. Dann spielen sie 2x4 Minuten hier und wechseln dann immer, dass du rüber wechseln kannst. Du kannst auch ein Turnier machen. Jede Mannschaft spielt hier gegeneinander und jede Mannschaft spielt über die Linie auch gegeneinander. Das ist ein wunderbares Training. Und wie oft sollte dann jeder Spieler diese 4 Minuten in einer Trainingseinheit spielen? Aber gut, bei Kindern? Ja, aber ist so kein Problem. Die Kinder, die ermüden doch überhaupt nicht. Das mit der Belastung, das kommt doch hinterher. Früher haben wir jeden Tag von morgens bis abends Fußball gespielt und ich war nicht müde. Und das ist bei den Kindern auch. Da macht das überhaupt keine... Da zu sagen, wir müssen aufpassen, die Kinder werden überbelastet, das passiert nicht. Ne? Also wenn ich insgesamt 10-mal 4 Minuten spiele an einem Training und wechsle, dann habe ich mit den Pausen habe ich dann auch 60 oder 70 Minuten um. Das ist ein wunderbares Training, ich kann da 10-mal spielen. 5-mal spielen die Kinder da und 5-mal spielen sie über die Linien. Das ist genial. Und die besten Spieler der Welt, mit denen du auch gearbeitet hast, wie waren die im 4 gegen 4? Also der macht unglaublich Spaß, die zuzuschauen, weil ein Arjen Robben, der dribbelt, ein Frank Ribéry, der dribbelt, ein Leroy Sano, der dribbelt, ein Kingsley Coman, der dribbelt, ein Serge Gnabry, der dribbelt und schießt aufs Tor. Also der macht den Spaß zu spielen, ne? Ganz klar. Den macht das Spaß zu spielen. 4 gegen 4 ist für alle ein wunderbares Spiel, auch für die Torhüter. Ja, und auch für die Defensivspieler. Ich durfte ja auch über 7 Jahre bei Borussia Dortmund auf hohem Niveau im Nachwuchs arbeiten. Und da hatten tolle Offensivspieler, aber die Defensivspieler haben dafür natürlich auch profitiert. Weil wenn du das dann verteidigen musst, wenn du da dagegen arbeiten musst, gegen das Dribbling von den guten Jungs, ja, da lernst du natürlich auch und entwickelst dich weiter. Natürlich. Ich habe dem Arjen immer gesagt, Arjen, wenn ich gegen dich spielen würde als Trainer, du kriegst es von mir einen schnellen Rechtsfuß als Verteidiger. Dann hat er gelacht. Er wusste genau, wie es ging, weil Arjen geht immer nach links, nicht immer, 9 von 10 Mal geht er nach innen. Und du kannst ihn mal, er kann mit dem Rechten aufflanken, da ist kein Problem. Aber er ist trotzdem mal hingegangen, hat immer das Gleiche gemacht. Und da war immer ein Linksfuß, der musste sich drehen und kam dann meist zu spät, weil Arjen dann getroffen hat. Also das sind
unglaubliche Dribbler, aber wir hatten auch erstklassige Verteidiger. Also das war nicht so, dass die da immer vorbeikamen, aber sie haben es immer wieder versucht. Ne? Und das ist ja das Wichtigste. Übung macht den Meister. Und da auch, wenn du Dribbeln übst, verbesserst du dich im Dribbeln. Wenn du nur passt, dann wirst du dich nie im Dribbling verbessern. Und hier wird die Grundlage dafür gelegt. Das sind Spiele, wo die Grundlage gelegt wird. Dribbling, Zweikämpfe, 1-gegen-1 zu gewinnen, Torabschluss. Ne? Ich habe viel mehr Torabschlüsse, als wenn ich jetzt über das große Feld spiele. Dann kriegt der Torhüter vielleicht 3, 4 Bälle während 90 Minuten aus dem Spiel. Und hier kriegt er beim 4-gegen-4 auf kleinem Feld, kriegt er in jeden 4 Minuten kriegt er jeder mindestens 5 oder 6 Bälle zu halten. Nicht neben das Tor, sondern zu halten aufs Tor. Ja, und man kann es auch sehr gut coachen. Wenn man jetzt hier die defensive Position sieht, so diese Linie zwischen Gegenspieler und Tor, die wird jetzt kurz preisgegeben, jetzt ist es offen und der Offensivspieler geht natürlich wunderbar mit dem Tempo da rein. Aber du kannst als Trainer natürlich gerade auch eine defensive Position coachen, weil die offensiven Lösungen entwickeln sie auch aus sich selbst dann über die Zeit. Wenn du es oft machst, werden die Spieler besser. Ja, die werden, du, alles was du häufig, Übung macht den Meister, alles was du häufig übst, darin verbesserst du dich. Das war gerade auch wunderbar gemacht von dem, und der jetzt wieder geht aufs Tor zu und schießt den Ball, dann lange Ecke rein. Also nicht drin sind Flugbälle. Kopfbälle wenig. Ja, lange Läufe. Passdistanzen, viele kurze Pässe, lange Läufe. Ja. Flanken sind wenig. Ja. Und deswegen ist das eine tolle Form, aber sie bringt uns nicht durch jede eine. Wir wollen ja nicht, dass alle jetzt nur noch 2 gegen 2 und 4 gegen 4 spielen. Nein. Deswegen. Das andere ist auch wichtig. Danach, ich finde das auch im Nachwuchsbereich finde ich das wichtig, dass die nicht 11 gegen 11 spielen, sondern dass die meinetwegen, wenn sie 14 oder 15 Leute haben, da die dann 7 gegen 7 spielen. Ja, unser Ziel ist es ja, den Trainern auch ein Repertoire an Formen zu geben. Und deswegen können wir mal in die nächste Form springen. Weil wir wollen ja so ein bisschen den Trainern auch helfen, dass sie jetzt nicht nur eine Form haben oder zwei, sondern dass sie wirklich ihre Woche, auch ihre Saison gestalten können mit guten Trainingsformen. Und dafür haben wir dann die nächste hier. Auch hier jetzt im U17-Spitzenbereich gefilmt. Ist auch ein 4 gegen 4 innen. Aber es gibt zwei Anspieler, das heißt, die Orangen haben die beiden Anspieler hier oben neben dem Tor und die gelbe Mannschaft haben die Anspieler hier unten neben dem Tor. Und entscheidend dabei, dass wir immer noch innen Gleichzahl spielen, das heißt, es geht komplett um Durchsetzen im Zentrum, aber du hast andere Passdistanzen, das heißt, diesen langen Pass, wie das Spiel losgeht, den gibt es ja in dem normalen 4 gegen 4 nicht und du führst die Zweikämpfe jetzt aus unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, jetzt bekommst du auf einmal den Ball in den Rücken gespielt, musst dich drehen und musst hier den Zweikampf wieder führen. Und deswegen ist es ein 4 gegen 4, genau wie das gerade. Aber es hat einen völlig anderen Charakter durch die Anspieler. Wir haben also andere Kompetenzen. Jetzt geht es hier wieder neben das Tor, der Ball wird quer gespielt, dann wird hier gedreht, es geht in die Richtung. Es gibt unterschiedliche Torerzielungsregeln. Man kann das so spielen, dass Tore im Spiel, wenn er jetzt einfach ein Dribbling kommt, er schießt ihn rein, zählt es einfach. Wenn du über den Außen spielst und spielst ihn dann rein und dann wird ein Tor gemacht, dann zählt es doppelt. Ich glaube, du würdest es ein bisschen anders machen. Ja, das ist ja schwieriger, wenn du 1 gegen 1 auflöst. Und ich würde sagen, wenn du ein normales Tor schießt, der würde doppelt zählen, der Treffer. Und wenn du über Außen spielst, hast du eine Hilfsmöglichkeit, der würde einfach zählen. Also ich würde es genau umgekehrt machen. Aber da kann ja jeder gestalten, wie er möchte. Ne? Nur so ein Tor zu erzählen, ist schwieriger, als wenn ich einen anspiele, der lässt prallen. Da muss die es ist unglaublich gut für die Abwehr. Die muss sich auf eine neue Situation einstellen. Er muss wissen, wo ist jetzt der gefährliche Mann, den ich decken muss. Das ist also unglaublich gut für die Abwehr auch. Ne? Obwohl im Spiel sagt man ja, ist abseits, man braucht es nicht. Aber das ist sehr gut, weil die Abwehr muss sich auf eine neue Situation sehr schnell wieder einstellen. Wenn du jetzt Mittelfeldspieler bist und dann bekommst du auch den Ball in deinen Rücken gespielt. Du musst nach vorne attackieren, bekommst den Ball in den Rücken gespielt und musst dich wieder drehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt auf 11 gegen 11 auf dem Profibereich hochdenkst, auf das, was du da brauchst, diese ganzen Kompetenzen stecken da drin und die stecken vielleicht sogar noch mehr drin als in dem normalen 4 gegen 4. Weil du permanent verschiedene Richtungen hast, weil du unglaublich schnell sein musst im Kopf, musst dich sehr, sehr schnell drehen. Und hier kann auch der kleine Spieler, der körperlich noch nicht so weit ist, natürlich andere Lösungen finden, weil er einfach schlaue Lösungen finden kann. So fußballerische Lösungen. Und kann nicht einfach körperlich gekillt werden, von dem der vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Weil da gibt es ja riesige Unterschiede im Jugend- und Kinderfußball. Ja, ne? ja, ja.
Man, ja gut, da ist ja auch ein, häufig ist das ja auch eine Sache, dass man den Kleinen an der Seite tut und sagt, der gewinnt mir kein Spiel. Aber ich muss, wenn er gut ist, muss ich den Kleinen, der wird von alleine groß. Mhm. Also da muss ich warten können. Ich muss den mitspielen, ich muss den fördern. Ich muss sagen, Junge, du spielst, auch wenn wir mal deinetwegen ein Spiel verlieren. Du spielst, du hast große technische Fähigkeiten, du bist nur körperlich, kannst du dich nicht durchsetzen. Aber wir vertrauen dir. Ne? Sehen die Kinder die Anspieler? Sehen die, dass die da hinspielen können? Oder vielleicht am Anfang noch nicht so? Ja, am Anfang werden sie das nicht so kapieren. Aber hinterher, wenn sie das rausgekriegt haben, wie einfach das dann ist, dann werden die den auch häufig nutzen. Also man muss auch den Mut haben, als Trainer das öfter zu machen. Ne? Das machst du jetzt nicht einmal, sondern das ist eigentlich Basis von Training. Das kannst du jede Woche machen. Ja. Und dann sehen die irgendwann auch und dann beschleunigen die Bälle auch dahin. Das ist jetzt, sind jetzt 12 Spieler involviert, also 8 spielen innen, 4 gegen 4 und dann jeweils die Anspieler. Wie würdest du das von der Pausengestaltung sehen? Also ja, 2 Drittel spielt man innen, 1 Drittel ist man außen. Ich würde 4 Minuten innen spielen, aber dann würde ich nur 1:30 Pause machen. Dann kommen die rein. Weil, ne? Die dann reinkommen und dann haben die anderen haben ja dann außen haben ja keine Belastung, wenn die da stehen. Die müssen schon aufpassen und sich konzentrieren, auch den Pass sauber anzubringen, aber das ist ja nicht belastend außen. Da können sie sich ja erholen. Ne? Könnte man sogar, wenn man jetzt noch mehr Spieler da hat, könnte man noch ein Feld daneben machen, wo die dann 3 gegen 3 wieder spielen. Dann könntest du ein Turnier machen mit 3 Sechser-Mannschaften. Ja. Also kannst du das natürlich auch wunderbar gestalten. Ne? Immer wenn die zu lange Pause haben und nicht spielen, ist immer ein Nachteil. Ne? Am besten ist, wenn alle beschäftigt sind, sinnvoll beschäftigt sind. Und dann würdest du als Trainer auch sagen, dass man vor allem in dieser Pause coacht und das nicht dauernd unterbricht? Nein. Gut, man kann hinterher sagen, jetzt machen wir Stopp und so weiter. Kannst du ja auch mal sagen, pass mal auf. Jetzt, wenn was Gravierendes ist. Du kannst ja auf 4 Minuten spielen, pass auf, jetzt unterbreche ich bei Erkennung von Fehlern. Ne? Bei Erkennung von gravierenden Fehlern. Dann unterbrechen. Das kannst du auch mal machen. Ne? Dann sagst du, pass mal auf, die ersten lassen wir so spielen und dann hinterher beim dritten Spiel sage ich, halt, stopp. Und jetzt, dann kannst du natürlich, wenn du halt, stopp machst, dann kannst du natürlich anstatt 4 Minuten auch 6 Minuten spielen, je nachdem, wie häufig du halt, stopp machst. Ne? Aber hast ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Zu sagen, oh, wenn jetzt, pass auf, jetzt lasse ich weiterspielen und dann, wenn du 2 Trainer hast und hast nur eine Mannschaft, dann coacht der eine die Gelben und der eine coacht die Orangenen und sagt, welche Fehler oder was gut war und was weniger gut war. Ja, wenn du alleine bist, dann nimmst du sie alle zusammen und stellst die Situation nach, sodass die erstmal sich erholen und dann eben auch aufnehmen können, was war gut und was war weniger gut. Das ist ein optimales Training. Und wenn du da 2 Mannschaften hast, ist einer für diese Mannschaft zuständig, einer spielt dann über die Linien oder auf kleine Tore, der coacht die und hinterher umgekehrt. Also wie gesagt, du kannst auch einen Trainer da lassen, einen Trainer da lassen, du kannst aber auch mit der Mannschaft mitgehen, je nachdem, wie du das möchtest. Also hast du verschiedene Möglichkeiten. Aber das sind Trainingseinheiten, die A, Spaß machen und die B, jedem Einzelnen was bringen, wenn er das Spiel versteht und eben auch begeistert ist. Und das muss so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer bei dieser Spielform keinen Spaß hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Der hat einen wunderbaren Rhythmus. Jedem macht die Freude, ja, von Kindern bis Profis. Wenn du was gerne machst, dann machst du es gut. Ich bin mal nicht gerne zur Arbeit gefahren, ne, weil da große Probleme waren. Dann habe ich gemerkt, ich war nicht gut. Ne? Und das ist bei den, was sie gerne machen, machen sie gut. Ne? Sind sie konzentriert, sind begeistert, haben Freude und entwickeln sich weiter. Die merken ja auch, dass sie besser werden. Ne? Sie werden besser. Wenn du das spielst, nach 3 Monaten ist das ein ganz anderes. Wenn du aufnimmst, das erste Mal zeigst du das, nimmst du auf und dann zeigst du nach 3 Monaten, da siehst du die Fortschritte eines jeden Einzelnen. Mhm. Dann haben wir noch eine Variante dabei, wo wir dann, haben das hier jetzt mal bei der Nationalmannschaft gefilmt, ist eigentlich das gleiche Spiel, ist auch ein 4 gegen 4 innen. Wir haben aber hier die Anspieler in die Diagonale gestellt, weil du dann noch mehr so diesen Querpasscharakter hast. Du kannst die Diagonale auch anders ziehen, dass du die so ziehst, dass es so ein bisschen eher ein Sechseck ist, aber du hast diesen Querpasscharakter. Das sieht man jetzt direkt hier, das ist eigentlich ein Querpass jetzt, wo du dich auch hier einfach frei bewegen kannst. Es ist ein ganz ähnliches Spiel, aber mit einer etwas veränderten Position. Und man sieht schon auch den Rhythmus darin, auch die Unterschiedlichkeit von Duellen und Lösungen. Das finde ich, wenn wir über Kreativität reden. Hier gibt es ja nicht eine Lösung, ein Tor zu schießen. Nein, nein. Sondern hier gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Das heißt, die Spieler entwickeln auch ihren eigenen Stil, denke ich. Ja,
Ist auch sehr gut, muss ich sagen. Eine sehr schöne Spielform, wo viele Abschlüsse sind, wo viele Pässe ankommen müssen. Und wo du auch immer dribbeln kannst. Du kannst immer eins gegen eins spielen, aber da, denke ich, wird mehr das Passspielen geschult. Ne? Ja, das Passspiel nach außen wird dann natürlich genutzt und dann die Duelle, die direkten Duelle. Und wenn man dann weiß, hier hat man einen großen Spieler, dann wird der Ball sogar hoch da reingespielt auf die Flanke, aber der ist auch groß und körperlich stark. Dann gibt es da den Zweikampf. So, dann gibt es hier das kurze Dribbling. Natürlich ist da in der Passlösung hier kurzer Fehler, sofort der Abschluss. Und dann jetzt sehen wir auch sofort wieder nächster Ball. Und los geht's, dass immer wieder der nächste Ball organisiert wird. Dann nochmal der ganz hohe Ball hier für das Kopfballduell. Also selbst diese Situationen haben wir. Ja. Und hier ja, das gleiche Spiel wie gerade, aber etwas anders über diese Diagonale, wo man sich überlegen kann, was einem mehr liegt. Ja, man kann die Anspieler sogar nach außen stellen, dass die von ganz außen reinspielen. Genau, kann man wechseln, hat man eine gute Variation. Weil jetzt haben wir verschiedene Formen gesehen. Wir haben das 2 gegen 2 im Gleichzahlspiel, wir haben das 4 gegen 4 und wir haben das 4 gegen 4 mit Anspielern. Was wir aber noch nicht haben, ist eine Abseitslinie, das gemeinsame Verteidigen auf einer Linie und auch, was du kannst natürlich im 4 gegen 4 sehr klar zuordnen. Wenn wir jetzt gegeneinander 4 gegen 4 spielen, dann würdest du versuchen, mich, dass ich nicht drehen kann, immer wieder meinen Rücken attackieren. Ich würde das bei dir versuchen. Das heißt, dieses frontale Dribbeln ist im 4 gegen 4 gar nicht so einfach, da reinzukommen, wenn du es defensiv sehr konsequent spielst. Und deswegen haben wir nochmal eine Form gemacht, auch aus dem 4 gegen 4, die ganz andere Kompetenzen schult, wo es auch ja, relativ einfache Regeln gibt. Nämlich gibt es hier, das ist eine doppelter 16er. Das heißt, das ist die, ist jetzt, ja, in der Mitte des Feldes aufgebaut oder zur Mittellinie aufgebaut. Hier ist eine Mittellinie und die Regeln sind, dass von der orangenen Mannschaft immer nur einer nach vorne raus darf. Das heißt, einer darf nur attackieren. Und die blaue Mannschaft hat die Aufgabe, spielt sie aus. Hier ist auch die Abseitslinie, das heißt, dieses Spiel wird mit Abseits gespielt. Und was sich daraus entwickelt, ist erstmal ein Defensivverhalten, wo du so ein typisches Defensivverhalten kommst, dass du zusammen eine Linie verteidigst, wo aber auch immer wieder Spieler im Offensivbereich, nämlich jetzt, die Situation haben, dass sie einen Raum attackieren können, dass sie erstmal drauf dribbeln können. Und das ist eine ganz interessante Form, weil sie so anders ist als die beiden anderen 4 gegen 4 Varianten. Wenn wir jetzt aber wissen, wie eine Abwehr funktioniert, dann auch im Profibereich, dann ist das ja so ähnlich. Und im Offensivbereich wollen wir Spieler haben, die nicht immer nur passen, sondern die erstmal einen Raum belaufen. Ob sie dann am Ende das auch, wir haben jetzt Spieler wie diese ganz großen Individualisten, du hast die gerade genannt, die würden jetzt den Ball bekommen, würden einfach da reinlaufen, würden versuchen, das Tor direkt zu machen. Aber es gibt natürlich auch Innenverteidiger, die erstmal andribbeln und von da aus mit einem guten Pass das lösen. Das heißt auch offensiv interessante Kompetenzen. Und daraus wird dann dieses Spiel, wo man sieht, dass es einen ganz anderen Charakter hat, wo die Orangen jetzt immer wieder versuchen, rauszudrücken, nach vorne zu kommen. Und die Blauen versuchen einfach das zu knacken. Jetzt hier über den tiefen Pass, der geht ins Aus. Und dann haben wir es hier so gespielt, dass immer nach der ersten Aktion 30 Sekunden weitergespielt wird. Das heißt, ab jetzt kommt der Ball neu rein. Wenn Blau ihn ins Aus geschossen hat, bekommt Orange ihn. Wenn Orange ihn geklärt hätte, würde Blau ihn nochmal bekommen. Und dann ist es 30 Sekunden freies Spiel. Das heißt, jetzt geht es hier einfach voll zur Sache. Wir haben es jetzt hier mit Abseits gespielt. Aber man sieht jetzt ist es wieder das normale 4 gegen 4. So wie wir es am Anfang hatten. Jetzt ist eigentlich so eine ganz klassische 4 gegen 4 Situation. Was siehst du, wenn du diese Form siehst? Ja, so wird in der Bundesliga verteidigt. Ne? Und Louis van Gaal sagt, Hermann, drei Mann können eine Linie verteidigen. Das heißt, wenn einer sich rausschiebt, gehen die anderen ins Zentrum, weil in der Mitte steht der Tor. Ich denke, das ist hervorragend. Ich weiß nur nicht, ob die Kleinen, ob das schon für die Zehnjährigen, ob die das schon kapieren. Gerade mussten beide aufpassen, dass der Ball nicht durch die Schnittstelle gespielt wird. Diese Szene, ne? Gut. Ja, jetzt der Ball, da müssen die beide, er muss einen Schritt nach da gehen und er muss einen Schritt nach da gehen, dass der Pass nicht gespielt werden kann. Ne? Also fürs Verteidigungsverhalten überragend. Und offensiv schon auch interessant für die Spieler, weil sie dribbeln können, weil sie drauf zugehen müssen, weil sie Lösungen finden müssen gegen eine Kette. Ja, ist eine überragende Trainingsform. Jetzt haben wir über die Abwehr gesprochen. Müssen Mittelfeldspieler das auch können? Dieses Verteidigungsverhalten? Ja klar müssen die das können. Mhm. Aber ich meine, es gibt Spezialisten. Der Mittelfeldspieler ist kein Spezialist, aber der muss das auch können. Ne? Weil irgendwann schaltet sich ein Verteidiger mit ein und der Mittelfeldspieler, meistens ist ja der Sechser, der ist näher dem eigenen Tor als der Abwehrspieler, dann muss der das übernehmen können. Ne? Weil das ja trotzdem auch dieses individuelle Verteidigen
vereint mit dem Gemeinschaftlichen. Also auch in der Kommunikation mit dem Umfeld, dass du das nicht alleine machst, sondern dass du gemeinsam dein Tor verteidigst. Ja, gemeinsam. Alle, wenn wir den Ball haben, müssen alle gemeinsam angreifen. Und wenn wir den Ball nicht haben oder wenn der Gegner den Ball hat, müssen alle gemeinsam verteidigen. Ja. Jeder so gut, wie er kann. Dass die Spezialisten das besser können, ist überhaupt keine Frage. Aber gerade da müssen die den Raum schließen, wo der Pass durchgespielt wurde. Ja, und wir haben halt in den anderen Formen keine Abseitslinie. Das heißt, dieses Timing, mit einer Abseitslinie zu spielen, wenn wir es jetzt nach oben denken, also hinten in der Abwehr, mit einer Abseitslinie zu spielen, aber offensiv auch mit tiefen Läufen in den Rücken der Abwehr zu kommen, Gegner überwinden, zu dribbeln, das steckt da natürlich drin und das ist in den anderen Formen natürlich etwas weniger drin. Wir wollen ja eine ganzheitliche Rezeptur für gutes Training geben. Hier ist natürlich wichtig, da musst du musst schon zwei Linienrichter haben, der eine auf der einen Seite, der auf der anderen Seite, sonst wird es Theater geben. Ja. Das heißt, musst du mehr Trainer auf den Platz bringen. Ja, mindestens einen, wenn du jetzt hier stehst, wenn du jetzt hier stehst in dieser ersten Aktion, das ist ja immer in eine Richtung eigentlich. Ja. Also mindestens einen in dieser ersten Situation, den brauchst du. Und wenn wir über Tiefenläufe sprechen, hier zum Beispiel, hier wird die Abseitslinie super belaufen, dann dieser kurze Weg da rein. Und das ist dann natürlich auch eine Fähigkeit, hier das, die Abseitslinie zu bedrohen. Ja. Dann hat den Ball nicht bekommen, sofort wieder rauszukommen, sich sofort wieder anspielbar zu machen, dann hier wieder mitzuspielen. Und jetzt kommt der Tiefenlauf nochmal, ist ja der gleiche Spieler wie gerade. Also genau dieses Verhalten, was eigentlich Stürmerverhalten ist, wo du Spieler haben willst, die auf der Abseitslinie arbeiten, steckt da drin. Ja. Nur gut, die Wege sind nicht so weit, das ist klar. Das ist klar. Aber dafür haben sie viele Aktionen. Ja, sehe ich auch. Also eine sehr gute Trainingsform. Wir haben das gemacht in Schwerte Ärgste. Mein erster Verein als Coach, ist schon ganz schön lange her. Und sind zur C-Jugend gefahren und haben genau die gleiche Form gemacht, weil wir natürlich auch gesagt haben, ja, können wir das da auch machen? Und die haben das so gemacht, die haben das da das erste Mal gehört. Hier ist die 16er-Linie, einer darf nur nach vorne. Einer darf nur nach vorne rausverteidigen. Jetzt sehen wir schon, dass der Halbrechte in der Viererkette sich nach vorne orientiert. Ja. So, jetzt kommt der Nächste, da wissen schon, der muss raus. Also die machen das intuitiv richtig. Ja. So, jetzt kommt hier Druck, da dauert es vielleicht mal einen Tick zu lange, aber dann sieht man schon das Verdichten hier, dass sie hier auf einmal den Raum eng machen und diese Linie verteidigen. Und interessant jetzt von Rot, die versuchen es jetzt über einen Doppelpass zu lösen. Bleiben dann einmal hängen und dann geht es weiter im freien 4 gegen 4 in der normalen Spielform und wo du dann einfach weiterspielen kannst. Aber man sieht auch beim ersten Mal, dass diese Verhaltensweise rauskommt und ohne, dass das Wort Viererkette überhaupt gefallen ist, ohne, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt Taktiktraining, sondern nur über diese Regel, ihr verteidigt die Linie, einer darf raus und wir spielen mit Abseits. Und das schafft natürlich Kompetenzen, die auf allen Ebenen wichtig sind. Und durfte jetzt auch Spieler trainieren wie Christian Pulisic oder dann Josep Brekalo zum Beispiel, diese Individualisten, die haben natürlich darin richtig geglänzt. Ne? Ja gut, wenn einer schnell ist und technisch überragend oder auch schussgewaltig, dem kommen natürlich die kleine Abmessung zugute. Ne? Ich weiß noch, wie Piotr Trochowski da gespielt hat, der hat alles in Grund und Boden geschossen. Ne? Aber draußen ist das schon was anderes. Aber trotzdem musst du ja die Fähigkeiten, die die haben, erkennen, rausschieben, wieder zurückfallen lassen und so weiter. Das ist auch, wie gesagt, eine optimale Trainingsform. Dann haben wir jetzt das 2 gegen 2 und drei verschiedene 4 gegen 4 Formen. Damit kommen wir schon weit. Ne? Über eine Saison, wenn ich die regelmäßig spiele, Spieler entwickeln. Ja, und natürlich, du musst natürlich auch was anderes trainieren. Aber das ist normalerweise, sollte das Pflicht sein. Dass man in der Woche zwei, je nachdem wie häufig man trainiert, je mehr ich trainiere, je häufiger ich mich mit dem Ball beschäftige, desto besser werde ich. Ne? Wenn ich zwei gleich talentierte Menschen habe oder Kinder habe, die zur Schule gehen, die haben die gleichen Fähigkeiten, der eine geht dreimal zur Schule und der eine geht fünfmal zur Schule, dann weiß man, wer das bessere Abitur machen wird. Und so ist es ja bei den Kindern auch. Die müssen natürlich Vereinstraining machen, aber wenn die zu Hause sind, müssen die auch in den Park gehen und müssen da Fußball spielen. Wie oft muss man denn Fußball spielen, um richtig gut zu werden? Jeden Tag. Immer, wenn ich Spaß habe, Fußball zu spielen, gehe ich nach draußen Fußball. Wenn ich hingehe und werde dahin getrieben und sage, geh doch Fußball spielen, ist vorbei. Sondern die müssen von sich aus. Und die gut werden wollen, ich habe ja so ein Beispiel bei Bayern gehabt. Mittwochs war immer frei. Bei der A-Jugend, bei mir nicht. Ne? Bei der U19 war Mittwochs immer frei. Und Basti Schweinsteiger, Rensing, Svečko Misimović, die haben jeden Mittwoch, obwohl frei war und sie nicht spielen durften, haben die Mittwochs alleine gespielt.
Egal, ob Winter, ob Schnee, ob Eis, immer haben die alleine gespielt. Und wenn Ferien war, haben sie sich irgendwo getroffen im Park und haben Fußball gespielt. Und kurioserweise sind dahinter die besten Spieler rausgekommen. Ne? Die haben also, wie gesagt, die haben sich durchgesetzt, sind ja Weltklasse geworden. Ne? Bastian Schweinsteiger ist ja absolute Weltklasse geworden. Also würdest du den Eltern, die jetzt ein talentiertes Kind zu Hause haben, was richtig Lust auf Fußball hat, auch zurufen, das zu ermöglichen, nach der Schule, die natürlich wichtig ist, auch nach den Hausaufgaben einfach die Möglichkeit zu haben, Fußball zu spielen? Ja, natürlich. Wenn du häufig spielst, wenn du häufig was gerne machst, verbesserst du dich enorm. Und das ist im Fußball, wie im Handball, wie im Eishockey, wie im Basketball und so weiter, überall das Gleiche. Übung macht den Meister. Und ohne Fleiß keinen Preis. Egal, ob wir über Fußball, ob wir über Mathe, ob wir über Leichtathletik sprechen, wenn ich sehe, die Umfänge, die andere Sportarten betreiben, ob das Ruderer sind, ob das Läufer sind, ob das Marathonläufer sind, ob das Fahrradfahrer sind, dann haben wir noch viele Ressourcen. Wie sieht denn Warmmachen aus, so vor diesen 4-gegen-4-Varianten? Also ich, wenn ich da nach links hingehe, ich sage, pass mal auf, hört auf mit euren Bewegungen da, Lauftraining und so weiter, Koordinationsschulung. Ich sage, nimm die Kugel und mach Täuschung. Und dann habe ich den Kindern Täuschung gezeigt und dann machen die in der Bahn den Übersteiger, machen die Bahn innen, außen, ziehen den Ball zurück und nehmen den nach vorne mit. Also ich habe den, weiß ich, 6 oder 7 oder 8 Täuschungen gezeigt, die dann geschult werden. Und dann spielen die hinterher 4-gegen-4, der Beobachter ich auch, und dann hole ich die Jungs hinterher zusammen und sage, Jungs, pass mal auf, wir haben gerade eine halbe Stunde uns warm gemacht und ich habe euch immer Täuschung gezeigt. Und es ist nicht eine Täuschung angewandt worden. Das heißt also, es geht nicht, wenn du denen einmal zeigst, dass du meinst, das geht so, sondern du musst das immer wieder üben, dass man hinterher aus dem Bauchgefühl heraus eine Täuschung macht, die man gar nicht vorher überlegt hat. Das dauert. Aber deswegen, das ist ja auch kein Training, wo du jetzt zaubern kannst und gewinnst jetzt das nächste Spiel, sondern das geht um die ganze Kindheit, um die ganze Jugend, um die Entwicklung von Spielern auf jedem Niveau. Und du würdest dir auch wünschen, wenn deine Enkelkinder im Fußballverein sind, dass sie auch solche Sachen trainieren. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich sagte, ich gucke ja manchmal zu, aber ich will dann auch nicht hingehen. Dann meine ich, guck mal, da kommt der Schlauscheißer. Er meint, weil er mal da oben gespielt hat, der weiß alles besser. Ich lasse die dann zufrieden, ne? Und lasse die dann machen. Und dann machen die auch diese Übungen und dann springen sie, machen Hopserlauf seitwärts und dann machen sie Liegestütze und dann machen sie das und jenes. Aber das ist normalerweise, wenn die zum Platz gehen und die haben 90 Minuten Zeit, dann müssen die 90 Minuten mit dem Ball machen. Ganz einfach. Die gehen nicht dahin, um da die in der Koordination besser zu werden, um besser hüpfen zu können. Sie gehen dahin, um besser Fußball zu spielen. Und den Trainern muss das verinnerlicht werden. A, ich muss das Training so gestalten, dass die Kinder Spaß haben, dass die Kinder sich freuen auf das Training, wenn sie morgens zur Schule gehen. Nein, dann wissen sie ganz genau, oh, heute habe ich Training. Und wenn sie Spaß daran haben, sich freuen auf das Training, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn sie sagen, ach, heute haben wir wieder warm machen und da haben wir wieder Läufe gemacht und dann sind wir gesprungen und dann haben wir ein Passspiel gemacht und hinterher haben wir ein Positionsspiel gemacht. Der Trainer, der Jugendtrainer, der muss sehen, möglichst viel auf 2 Tore spielen zu lassen. Wo die Gruppen klein sind, dass viele Zweikämpfe, viele Abschlüsse, viele Dribblings vorhanden sind, dann entwickeln die Spieler sich auch weiter. Das ist ein wunderbares Stichwort, weil dann gehen wir auch weiter. Wir haben noch 2 Trainingsformen dabei. Wir bauen jetzt hier den neutralen Spieler ein, haben jetzt hier eine Trainingsform im 4-gegen-4 mit einer Abseitslinie. Hier die 4 roten, die auf das obere Tor spielen, gegen die 4 gelben, die auf das untere Tor spielen. Es gibt aber den neutralen Spieler mit einem anderen Leibchen gekennzeichnet, der hier ja, in pink dargestellt ist mit einem grünen Leibchen. Und es gibt folgende Regeln, ganz einfache Regeln. Du spielst in deiner eigenen Hälfte mit 2 Kontakten, hinten mit 2 Kontakten. Bedeutung erster Kontakt, Dynamik auslösen durch Passspiel und mit dem Torwart dann auch 6-gegen-4, weil der Torwart spielt ja auch mit, also spielst du eigentlich ein 6-gegen-4, bist aber vorne frei. Das heißt, wenn du über diese Mittellinie kommst, dann kannst du dribbeln, dann kannst du alles machen. Und was daraus entsteht, ist so eine Situation, wo hier der erste Kontakt so ein bisschen nach hinten genommen wird und jetzt kommt die Dynamik über den Pass und dieser erste Kontakt nach vorne und ab da ist die Mannschaft frei. Und dann wird da vorne gekickt, dann versuchen sie zum Abschluss zu kommen. Hier kommt der Abschluss, wird geblockt, sofort der nächste Ball vom Torhüter.
Hier wird innen reingespielt, zwei Kontakte, der erste Kontakt nach vorne, wieder frei reingespielt, dass du einfach die Dynamik nach vorne hast. Dadurch, wir haben eine andere Situation, weil du kannst jetzt im 4 gegen 4 kannst du 1 gegen 1 verteidigen. Jetzt musst du in Unterzahl verteidigen. Also irgendwann, wenn ich dein Abwehrspieler bin, muss ich mich von dir lösen und den gefährlicheren decken. Und offensiv kriegst du extrem viele Situationen nach vorne durch den Überzahlspieler, durch die Dynamik im Passspiel. Wie siehst du das? Was sagst du zu dieser Form? Erstmal ist es ja schwieriger zu verteidigen, 5 gegen 4. 4 Abwehrspieler gegen 5 Angreifer, das ist das Erste. Der Zweite ist, du hast in dieser Form hast du auch vermehrt ein Passspiel drin. Das heißt, du brauchst gar nicht losgelöst von einem Spiel, sondern wenn du das spielst, dann sind automatisch sind da auch Bälle, die über 20 und über 20 Meter gepasst werden können. Das ist auch eine wunderbare Spielform. Die Abwehr muss sich darauf einstellen. Es kommt ja häufig vor, dass der Gegner in Überzahl kommt. Nicht nur, wenn du einen Feldverweis kassierst, sondern einer kommt nicht mit nach hinten, dann musst du auch in Unterzahl verteidigen. Und die müssen sich mehr verschieben, müssen immer sehen, wo ist der gefährliche Mann, wer kann am ehesten ein Tor schießen. Und den musst du dann attackieren. Das ist also ein super Spiel für die Abwehr, aber auch ein erstklassiges Spiel für den Angriff. Du kannst natürlich auch dann etwas einfacher machen für die Abwehr, indem du sagst, der grüne, freie Mann darf kein Tor erzielen. Aber so ist das sehr, sehr interessant, dass du Überzahl Unterspiel hast. Kriegen auch diese wunderbare Bedeutung erster Kontakt, ne? Wenn man jetzt sieht, der Neutrale wird angespielt und weiß jetzt mit dem ersten Kontakt, ich muss nach vorne, weil dann bin ich frei. Das heißt, da steckt ganz viel drin, dass du nach vorne drehst und dass du offensive Situationen suchst. Und wenn man das nochmal genau anguckt, jetzt gibt es sogar gleich hier einen Schulterblick in der Orientierung. Das heißt, hier gibt es einen kurzen Schulterblick, die kurze Orientierung. So, jetzt hat er gesehen, dass der andere frei ist, dreht da rein und spielt da auf. Und jetzt haben wir wieder einen Zweikampf, wenn wir uns ans 2 gegen 2 oder ans 4 gegen 4 erinnern. Genau dieses Duell, ne, den Gegner jetzt außen zu halten, den Schuss zu blocken, für den Offensivspieler versuchen, zum Abschluss zu kommen. Also genau diese Kombination von schlauen ersten Kontakten, von guten Zweikämpfen, von Duellen und mit aber vielen Freiheitsgraden. Was wir hier sogar noch drin haben, ist so ein bisschen positionsspezifisch, ne? Wenn ich jetzt eine Aufstellung mache, dann kann ich natürlich auch gucken, dass meine Defensivspieler, ein Innenverteidiger, würde vielleicht eher von hier spielen, wenn ich den entwickeln möchte, oder? Ja. So, dass er mit zwei Kontakten gut passt. Ja. Und ja, wen kann man hier als neutral nehmen? Ich würde einen Innenverteidiger nehmen, du kannst einen Stürmer nehmen, aber ich würde da einen Innenverteidiger hinstellen, weil das ist ja ein Problem der Innenverteidiger, ne? Dass die im Spiel nicht so häufig machen, aber sie müssen trotzdem es können. Also du würdest variieren, dass einfach jeder diese Kompetenz entwickelt? Ja, ich würde variieren. Ich würde, wie gesagt, einen Mittelstürmer kann ich da hinstellen, weil der häufig zum Abschluss kommt, aber ich kann auch einen Abwehrspieler, einen Innenverteidiger da hinstellen, weil der auch aufdrehen muss und der muss auch dann spielen, wenn einer links neben sich hat, einen rechts neben sich, einen Gegner, muss die Situation erkennen. Und ich habe ja damals Mats Hummels und Holger Badstuber auch wegspielen lassen. Da haben die ganzen Koryphäen, haben gesagt, der Gerland ist bekloppt, der lässt die auf wegspielen. Da sind Innenverteidiger. Ja, ich habe das schon gewusst, dass da Innenverteidiger werden. Aber sie sollten eben in der Spieleröffnung mehr gestalten können. Ne? Weil die Innenverteidiger sind die modernen Zehner im Aufbau heute. Das gleiche Spiel geht ja auch wieder in einem anderen Feld, wo du auf Passtore spielst, ne? Wo du hinten zwei Kontakte spielst, trotzdem eine Mittellinie hast, vorne frei bist oder auf eine Linie dribbelst genau am Ende. Also genau das Gleiche, Regeln. Ja, wenn du jetzt 16, 18, 20 Spieler hast, kann man das trotzdem wunderbar machen. Ja. Diese Form haben wir auch gemacht, auch in Schwerte Ärgste, in der C-Jugend. Auch hier haben sie das zum ersten Mal gemacht, sehr, sehr interessant. Das gleiche Setting, es muss auch nicht 16er Breite sein, es kann auch enger sein, das ist auch klar. Brauchst halt eine Mittellinie, wenn du mit Abseits spielen möchtest. Und ganz interessant hier auch Rot gegen Gelb, wie das Ganze losgeht, weil jetzt wird der Ball dahin gespielt und dann gibt es diesen wunderbaren ersten Kontakt, auch das Aufdrehen, hier hingedreht, dann mit dem Pass den Gegner ausgeübt in die Tiefe und mit dem ersten Kontakt der Ball reingeschossen. Also genau die Kompetenzen und die Elemente, die es dann auch gibt. Und hier sehen wir dann aber auch nochmal in dem nächsten Bild auch die Potenziale, die das vielleicht noch hat. Weil jetzt kann man natürlich hier schon in die Mitte spielen. Er müsste schon halb offen stehen, mal nach vorne gucken. Ja, ja. Hier auch wieder kannst du schon offen stehen, dass du nach vorne drehen kannst, auch für den Ball. Dann kannst du hier reindrehen, mit dem ersten Kontakt offensive Lösungen suchen. Dann wird es auf der Seite gespielt, geht da raus. Jetzt könnte man sogar nochmal mit dem ersten Kontakt hier hin und hier die Lösung suchen. Ja, ja. Spielen es dann auf der Seite, versuchen es zu Ende zu spielen mit dem Doppelpass. Und trotzdem, ja, dann geht es da wieder los, dann gibt es
variiertes Mal. Hier sieht man aber trotzdem die Situationen, die daraus entstehen, weil du immer wieder Situationen in den Strafraum hast. Ne? Du hast sofort Situationen in den Strafraum. Und ich finde, die haben es ganz toll gemacht, die Jungs, weil es das erste Mal war. Und diese Quantität, diese Anzahl an offensiven Aktionen, da wo Tore fallen, wo du dann dribbeln kannst, wo du Entscheidungen treffen musst, offensiv wie defensiv, das steckt da natürlich drin in dieser Form. So, da hast du nicht ganz sauber gespielt, jetzt kannst du aber auch im Tempo, hier hast du wieder einen Zweikampf, jetzt ist es frei und dann wird der Ball geblockt. Aber ich finde, man sieht auch in dieser kurzen Sequenz schon die Potenziale dieser Form. Ich habe das nochmal mit, ein bisschen anders, weil wir das in Leverkusen auch gespielt haben. Der Unterschied hier ist, dass wir jetzt das Feld etwas verlängert haben. Also wir spielen hier 5 gegen 5 plus 2. Es gibt eine Mittelzone. Das heißt, es sind zwei Kontakte bis zum 16er und dann ist es frei. Und da geht es ja auch um Dynamik über Passspiel und über Aktionen in den Strafraum. Und wenn wir da mal reinschauen, wie das dann auf dem fast höchsten Niveau, würdest du jetzt sagen, aussieht, weil du hast ja die Stufe darüber auch noch gemacht. Dann geht es sofort los mit so einem super Beschleunigungsball. Und jetzt bist du direkt in dieser individuellen Aktion im Strafraum. Wir sehen den Torschuss, wir sehen das Nachrücken hinten, die schnellen Pässe. Hier wieder die Aktion in den Strafraum. Und wenn wir über Dribbling reden, hier die Aktion offensiv wie defensiv, weil das natürlich auch ein wunderbarer Defensiv-Zweikampf ist. Also der Antritt vom Jeremy Frimpong, das weiß man ja mittlerweile, wie schnell er ist, aber das auch zu verteidigen. Dann das Absetzen vom Sven Bender, der sich hier nach hinten absetzt. Und jetzt interessant, der nicht hier den Paulinho anspielt, sondern der überspielt, um wieder vorne reinzukommen. Dann aber sehen Sie, dass es auf der Seite zu ist und dann mit zwei Kontakten diese Lösung hinten rein auf die andere Seite findet und der Leon Bailey den ins kurze Eck schießt. Also gerade diese letzte Szene, wo dann, wenn man sieht, was für Potenzial in dieser Form steht, das ist die gleiche Übung, also fast die gleiche Übung, 5 gegen 5 plus 2, aber die gleichen Regeln. Und jetzt kommt dieser Ball oben rein und wenn man Spieler jetzt wachsen lässt, wenn sie natürlich auch über Jahre solche Sachen machen und das Verständnis entwickeln, von welcher Pass in welchem Moment, dann steckt das natürlich da drin. Ja, das ist allerhöchstes Niveau, überhaupt keine Frage. Ne? Und wie gesagt, das ist super, super, eine super Spielfirma und die Spieler sind natürlich erstklassig ausgebildet und ja, gutes Dribbling und super, super Verteidigung von dem linken Verteidiger. Und jetzt auch, Pass gucken, der Ball nach vorne, wo den tiefsten Punkt anspielen, super gemacht und dann auch direkt zur anderen Seite und der macht natürlich ein unglaubliches Tor. Also der Tor ist unglaublich, absolute Weltklasse, der Tor. Ja, und entscheidend ist dann ja für uns, dass die Kompetenzen jetzt von dem, was wir aus der U17 gesehen haben, aber auch aus der U15 aus Schwerte Ärgste und da sind eigentlich die gleichen Kompetenzen. Hier ist es halt die hohe Kunst, wie die's spielen, aber es steckt da drin, um gut zu werden, wenn du diese Form regelmäßig machst oder diese Trainingsformen. Das sind, wie gesagt, die gehören ja zu den besten Spielern Deutschlands und da sieht man, dass das außergewöhnliche Spieler sind und da macht einfach Spaß, sowas zu sehen, weil ich weiß ja, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und wenn du diesen Ball nicht übst, und da kann ich sagen, als Joshua Kimmich bei uns nicht gespielt hat, nach jedem Training wollte er, als er nicht gespielt hat, wollte er zusätzlich trainieren. Ich habe den Ball zurückgespielt und der Josh hat den Ball über den Boden, mit dem Spann, er hat einen fallenden Ball, aber er hat auch einen Chip gespielt. Ne? Also genau diesen Ball genau hat er dann. Genau diesen Ball. Aber diesen Ball spielt er von da und er spielt auch von der anderen Seite. Also der spielt ihn auch mit beiden Füßen. Mhm. Ne? Also wir haben hinterher gewechselt, einmal von dieser Seite und einmal von der anderen Seite. Also der war und im Champions-League-Finale hat er so das 1-0 vorbereitet mit der Flanke, wenn ich mich richtig erinnere. Ähnliche Position wie hier und dann der Kopfball. Von Kingsley. Ja, ich denke schon. Ja, aber, wie gesagt, aber das ist der Ball, den hat er auch zusätzlich ja, immer trainiert, also ja, hat er großen Wert drauf gelegt. War ein fantastischer Ball mit einem fantastischen Tor. Mhm. Also das sind so Sachen, wo die jeder sehen will. Wenn du das siehst, dann lacht dein Herz als Fußballer, weil du weißt, wie schwierig das ist, ne? Wie schwierig der Pass ist und wie schwierig dann dieses Tor. Ich glaube nicht, dass das viele machen. Das glaube ich auch nicht. Ja. Aber alles war gut. Auch die Verteidigung hier, der erste Verteidiger, der da hinkommt, der Dribbling, das angesetzte Dribbling. Es passte eigentlich alles. So hat Fußball auszusehen. Aber bei Kindern trotzdem eher 4 gegen 4 plus 1 als 5 gegen 5 plus 2, weil sie öfter den Ball haben. Ja, und wie sollen die Kinder diesen Ball spielen? Das müssen die üben. Das dauert Jahre, bis sie das können. Ne? Und je eher du damit anfängst, desto besser ist das. Aber sie müssen erstmal die grundlegenden Begriffe, ne? Wie gesagt, 1 gegen 1.
Dann saubere Stellen, sauberes Passen, sauberer Torabschluss, sauberes Verschieben und so weiter. Das müssen Sie ja in den Spielformen müssen Sie das lernen. Und dann hinterher hast du natürlich Zeit, auch diese Dinge zu üben. Ne? Ich denke, dass du da mit der U17, U19 musst schon mal so ein Ball spielen können. Ja, auf jeden Fall üben. Nein, ja, der wird nicht so ankommen, aber du kannst mit denen üben, ne? Ganz einfach. Ja. Und das gehört zu einem modernen Training hinterher. Ne? Ja, und die Spieler werden fit in all diesen Formen, weil auch das hat eine Intensität. Da musst du laufen, da musst du schnelle Schritte machen, da musst du schnell auf den Füßen sein. Wenn wir diesen Zweikampf nochmal sehen, auch die körperliche Dimension von den Duellen. Jetzt haben wir ja die erste Aktion. Ja. Wenn man das Tempo sieht, das springt einen ja hier in diesem Video auch nochmal an. Jetzt diese nächste Aktion, da sieht man es ja richtig. Also was das für eine Dynamik jetzt hat in diesem Antritt, aber auch in der Verteidigungsaktion. Ja. Und genau solche Spieler wollen wir ja auch haben, die diese Aktionen haben können und die das Tempo auch haben. Ja, wie gesagt, ist auch eine super Trainingsform. Allerdings für, ich denke, U19. Vorher mit weniger Spielern, aber die gleichen Prinzipien. Ja. Zwei frei. Ja, U17, U19, ja. Ein Überzahlspieler hin, zwei Kontakte vorne frei. Ja. So, einen haben wir noch. Die ist auch mit einem Überzahlspieler, aber sie ist so schön anders, weil sie in einem kleinen Feld gespielt wird. Ein freies Spiel, auch 4 gegen 4 plus 1. Und es ist einfach ein freies Spiel ohne Abseits. Es gibt nur eine Regel, Tore nur mit einem Kontakt, Tore nur direkt. Ja. Wir haben jetzt hier immer den Stürmer neutral gemacht, dass der neutrale Spieler der Stürmer ist, weil der einfach dann auf beide Tore schießen kann. Hier sehen wir das direkte Tor. Also hier im Umschalten den Ball reingelegt, dass er mit einem Kontakt schießen kann. Wenn du den Stürmer, wenn du einen Stürmer hast und der kann hier auf beide Tore schießen, weil der darf ja sowohl auf das Tor hier schießen als auch auf das andere Tor. Und es ist ja eine riesige Qualität, Spieler anzuspielen, dass sie mit einem Kontakt ein Tor machen können. Ich glaube, die besten Spieler machen viele Tore mit einem Kontakt im Strafraum. Aber es ist natürlich auch eine riesige Qualität, mit einem Kontakt abzuschließen. Und das steckt hier drin. Du spielst eigentlich mit Torwart 6 gegen 4, kannst es über Pässe ganz gut ausspielen, aber brauchst dann das Verständnis auch, wie du dich in Position bringst zum Schießen. Hier über diese paar Schritte rückwärts und dann der Abschluss aus 18, ja, 16 Metern vielleicht, wo der Ball reingeschossen wird. Auch da gibt es völlig unterschiedliche Lösungen. Ja, dass du es hier über steil klatsch spielst, da vorne rein spielst, klatschen lässt, muss eigentlich noch ein bisschen mehr ohne Abseits die Tiefe besetzen, muss man ein bisschen aufpassen auf die Raumaufteilung. Aber ansonsten sind da natürlich auch viele Kompetenzen drin, aber ganz anders als das, was wir gerade gesehen haben, wo wir ja eher dann über auch noch mehr Läufe haben, ne? wo dann noch mehr Tiefe im Spiel ist. Das ist eigentlich eine Form, wo du über Passspiel Spielintelligenz entwickeln kannst. Ja. A, Spielintelligenz, aber auch Spielintelligenz in der Abwehr. Ich weiß, wenn ich das Spiel gemacht habe, Tor nur direkt, dann haben manche Spieler den Spieler attackiert, der schon einen Kontakt hatte. Philipp Lahm hat das nicht gemacht. Der hat gesagt, du kannst kein Tor schießen, ich passe auf den Freien auf. Ne? Also der war sowieso genial, war der auch schon bei mir im Nachwuchs. Ne? Er hat also, das hat er sofort, der hat sofort gewusst, worauf... Ich habe das nur beobachtet. Ich habe gesagt, pass auf, Tore nur direkt. Und dann habe ich gesehen, wie andere auch, das waren ja alles talentierte Spieler, die bei mir waren, wie andere dann den attackiert haben, der schon einen Kontakt hatte. Der konnte aber kein Tor schießen. Und Philipp ist da nie hingegangen, sondern hat immer geguckt, wer war frei, wer war dem Tor am nächsten. Und da hat er aufgepasst, dass er den Ball nicht kriegte. Also der war einfach genial. In allen taktischen Bereichen war der allen anderen Spielern weit voraus. Ja, wir haben hier weniger gegnerüberwindendes Dribbling, ne, weil du es eher über Pässe löst. Ja. Deswegen muss man aufpassen, dass man jetzt nicht nur das noch spielt, sondern die anderen Sachen natürlich gut mischt. Also in dem 2 gegen 2, in dem normalen 4 gegen 4 hast du mehr gegnerüberwindendes Dribbling. Auch bei dem 2 frei gerade hast du mehr Dynamik vorne rein. Aber für die Qualität erster Kontakt, Passspiel, Beschleunigung über Passspiel, Abschlussqualität in der Golden Zone, Defensivverhalten, Schüsse blocken, da steckt natürlich sehr, sehr viel drin. Und diese Spielintelligenz, das ist auch das, was wir beobachtet haben, dass wenn du das oft machst, entwickeln Spieler ganz besondere Lösungen. Ja. So auch verdeckt zu spielen, nicht zu zeigen, wo es hingeht, dieses Verständnis für freie Räume. Aber auch die defensive Qualität, immer noch mal dahin zu kommen, da steckt dann natürlich auch viel drin. Worauf Trainer natürlich wieder achten können, ist, dass immer der nächste Ball kommt, dass das organisiert ist. Du kannst dieses Spiel natürlich auch auf Passtore machen, auf kleine Tore. Ja. Liniendribbeln geht da nicht, sondern nee. Da brauchst du kleine Tore, ja. Wenn du zwei Felder machen möchtest. Und,
Und auch im Coaching, dass man ein bisschen aufpasst, dass die Räume gut genutzt sind. Weil es ist ohne Abseits, da kannst du schon auch Spieler tief stellen, dass du nicht dir gegenseitig auf den Füßen stehst. Aber dann vor allem auch diese Passfähigkeit, erster Kontakt im 6 gegen 4, weil das ist jetzt eigentlich 6 gegen 4. Jetzt spielst du ja mit dem Gelben, dem Grünen und dem Torwart. Ja. Und dann kannst du dich wunderbar auch schnell passen üben. Und daraus das in die Gesamtrezeptur von gutem Training, die wir jetzt hier gerade präsentieren wollen, auch einbauen. In Schwerte Erkst haben wir das auch gemacht. In der C-Jugend die gleiche Spielform, auch 4 gegen 4 plus 1. Sehr, sehr interessant, was die daraus gemacht haben. Hier der neutrale Spieler wieder im Zentrum. Neutrale muss offen stehen, ne? Der muss den anderen Torwart sehen. Aber das kann man nicht mehr sagen. Ja, genau. So, dann wollen sie es hier über einen Doppelpass ausspielen. Torwart holt sich den Ball und jetzt eine Sensationsszene, weil jetzt der Spieler diesen Ball von dahin flankt, was man eigentlich gar nicht glauben kann, und dann hier das Kopfballtor ist. Boah. Was ja eine wunderbare Szene ist für ein Einkontakttor. Gut gemacht. Ja, richtig gut gemacht. Und jetzt auch dann sofort das Kommando, nächster Ball. Jetzt geht das Spiel schon wieder los. Jetzt ist der Neutrale, diesmal steht er offen. Ja, hat schon selber gemerkt, boah, kann im ersten Kontakt nach vorne gehen. Spielt da kurz einen aus, spielt den Pass einmal quer, direkt sogar, letzter Pass und Torschuss direkt. Und dann stehen sie wieder und dann wird wieder losgespielt. Das heißt, auch hier in dieser Sequenz sieht man das Potenzial von diesem Spiel. Ja. Wenn wir jetzt so ein Training nehmen, du erstmal am Anfang die ersten 10, 15 Minuten, jedes Kind hat einen Ball, dribbelt, übt Dribbling, dann gehst du zum Beispiel in so eine Form, spielst das mit den Kindern, 2x4 Minuten, 3x4 Minuten pro Kind. Dann gehen wir nochmal ins 2 gegen 2, was wir gesehen haben, mit den 8 Sekunden, wo du richtig Dynamik hast. Und dann machst du ein 4 gegen 4 mit Anspielern, ohne Anspieler, wo jedes Kind nochmal richtig Minuten sammelt. Das wäre für dich so ein Training, das dir gefällt? Optimales Training. Wie gesagt, viele Ballkontakte, einfache Regeln, Tore eng beieinander. Es gibt nichts Schöneres für ein Kind, solche Spielformen zu üben, täglich. Täglich. Es kann sein, wenn ich dreimal da bin, ich mache das und dann hinterher kann ich was anderes machen, kann ich auch über außen flanken, kann Torabschlüsse machen, kann auch das Feld ein bisschen größer machen, dass ich dann mal 6 gegen 6 spiele, das Feld größer, damit die Laufwege, die Pässe länger werden, alles optimal. Aber das gehört normalerweise in ein Jugendtraining oder in ein Kindertraining auch. Weil ist alles drin, was man braucht. Und nicht 10 Minuten am Ende vom Training, sondern für dich ist das... Nein, die müssen frisch sein, die müssen ausgeruht sein und das ist die Basis. Ne? Nach dem Aufwärmen, wo ich gesagt habe, ich sehe es gerne, wenn die mit dem Ball arbeiten, ne? Auch wenn die den Ball jonglieren, dann auch nicht den Ball jonglieren, zu mir hin jonglieren, sondern den Ball so jonglieren, ne? Gerade mit dem geraden Fuß, dass der Ball nicht sich dreht, sondern papp, 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 ne? Und dann mal den Ball nehmen, auf den Kopf, auf die Brust, Knie und spielen. So, man gibt ja auch verschiedene Variationen, aber auch, wie gesagt, Täuschung, auch die Täuschung korrigieren, ganz wichtig, korrigieren. Wenn ich eine Täuschung mache, dann darf ich den Ball nicht nach vorne spielen. Wenn ich da einen Ausfallschritt mache, dann muss ich den Ball mit der Außenseite in die andere Richtung reinlegen. Und dann stehe ich da und dann halte ich meinen Fuß hin. Ich sage, den kriegt der Verteidiger, komm, richtig machen. Auch innen, außen, der Ball nach da und nach da und dann nach vorne. Ja, da musst du dich da hinstellen, korrigieren und dann lernen die Kinder das. Da muss man den Kindern beibringen und da sind diese Spielformen 4 gegen 4 sind optimal. Optimal. Es gibt nichts Besseres. Einmal machst du diese Übung mit Start-Stopp. Und dann, wenn ein Fehler passiert, sagst du, guck mal da, wenn er so und so gemacht hätte, wäre es für dich viel einfacher gewesen, aber du wärst erfolgreicher gewesen. Aber ich würde die spielen lassen. Die wollen sich bewegen, die sollen spielen. Fußball spielen heißt Fußball spielen. Heißt nicht Fußball rennen, sondern Fußball spielen. Und Louis van Gaal hat mal gesagt, Rennen ist für die Tiere. Ja. Und dann für die Kinder, die sollen ja 3 gegen 3 spielen, diese neuen Spielformen. Da stehst du dann damit natürlich auch hinter, dass die statt 6 gegen 6 bei den kleinen 3 gegen 3 spielen. Ich bin da nicht hingegangen. Ne? Neulich war ich in Bochum und da habe ich so ein Spiel gesehen. Und da spielten die so 7 gegen 7 auf einem Viertelfeld. Und habe gesagt, wie schön wäre das jetzt gewesen, wenn sie da 3 gegen 3 und da 3 gegen 3 gespielt hätten. Dann hatten sie einen Torwart und dann hätten sie 3 gegen 3 mit Torwart spielen können. Und da hätten sie 3 gegen 3 eben auf kleine Tore oder über Linien spielen können. Und wenn sie dann ein paar Mal getauscht hätten, dann wäre ein optimales Training gewesen. So beim 7 gegen 7, dann haben sie, weiß ich, hat jeder vielleicht 20 Mal den Ball berührt und wenn sie dann anders gemacht hätte, hätte jeder 200 Mal den Ball berührt. Das war der große Unterschied und das muss auch in den einfachen Mannschaften, die in den untersten Klassen spielen, muss das auch geschult werden. Dass man sagt, je kleiner die Mannschaften, desto mehr hat der einzelne Spieler vom Training.
Das ist ein überragendes Schlusswort. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben hier schon sehr konkret über Fußball gesprochen. Und ja, vielen Dank, Hermann, für die Zeit, für den Enthusiasmus, für die Freude. Ich kann nichts anderes als Fußball, weißt du, das ist unser Problem. Ist uns beiden eine Herzensangelegenheit. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und hoffentlich macht es unseren Trainerkollegen auch Spaß, wenn sie diese Form anwenden. Und wenn einer nicht weiß, dann kann er uns anrufen und kann fragen. Vielen Dank. Gerne.